Hallo Menschen, heute kommt der Büchermachen unseren Sommer-Tag, in dem ich ulkigerweise von Bines Bücher getaggt wurde. Ich sage ulkigerweise, da die letzte Aufgabe des Tags lautet: Tagge weitere Sommerliebhaber, und da hat Bine anscheinend an mich gedacht. Ich hasse den Sommer. Aber ich freue mich über das getaggt werden, und bis auf die erste Frage habe ich auch für alles halbwegs zufriedenstellende Antworten gefunden. Es geht nämlich los mit: Tschüss Frühling, zeige ein Buch, das dich in den Sommer schickt. Und ich habe einfach immer keine jahreszeitenabhängigen Bücher. Ich habe mir jetzt wieder mal so ein bisschen was aus dem Hirn gezogen, nämlich Flower of the Deep Sleep. Das ist eine ganz kurze Manga-Reihe und ich glaube, ich habe mich nur dafür entschieden, weil Flower im Titel ist und der zweite Band auch wirklich sehr sommerlich aussieht. Aber vom Inhalt her hat es damit überhaupt nichts zu tun, dass ein Geschwisterpaar und die, was weiß ich, ältere oder jüngere Schwester fällt ins Koma. Und ich glaube, diejenige versucht irgendwie in ihr Hirn einzudringen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ist schon sehr, sehr lange her. Mindestens 6 Jahre müsste das sein. Und das ist eine eher unzufriedenstellende Antwort, meiner Meinung nach. Als zweites kommt dann: Ein Tag im Schwimmbad. In welches Buch konntest du so richtig abtauchen? Mir tut es mir leid, dass ich schon wieder das in die Kamera halte, was ich schon bestimmt 5-mal in die Kamera gehalten habe. Es ist The Grace Keepers von Kirsty Logan, weil das auch in doppelter Sicht passt. Nämlich, erstens ist es wirklich sehr, sehr märchenhaft, sehr traumhaft und ich war richtig schnell in der Geschichte drin, konnte mitfühlen. Und zweitens ist das ja aber auch eine Welt, in der die restlichen Landmassen inzwischen komplett vom Wasser überflutet sind. Es gibt nur noch ganz wenige Inseln. Und deswegen passt das mit dem Abtauchen nochmal extra gut. Also es ist alles sehr maritim. Die Leute leben auf Booten, ihr ganzes Leben dreht sich auch ums Wasser. Und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen für alle, die mal wieder so etwas leicht Verträumtes haben möchten. Auch wenn es ja vom Thema her eigentlich eine Postapokalypse ist, ist es trotzdem eine sehr, sehr sanfte Erzählung. Danach geht es um den Besuch in der Eisdiele. Zeige 2 Bücher in den Farben deiner 2 liebsten Eissorten. Da hätten wir zuerst einmal für Malaga Jenny Erpenbeck. Von ihr möchte ich unbedingt noch mehr lesen. Ich muss zugeben, ich weiß ja gar nicht mehr so genau, worum es ging, aber es war sowieso weniger auf den Plot ausgelegt, sondern auf die Charaktere und die Gedanken. Geht viel um Worte und Sprache und ich glaube auch so um, ja, ein bisschen den Generationenkonflikt. Also wie Eltern ihre Kinder auch durch Sprache kontrollieren und so. Googelt es lieber selber nochmal. Ich fand es auf jeden Fall sehr gut und möchte von ihr noch sehr, sehr viel mehr lesen. Und als zweites hätte ich hier Ubik von Philip K. Dick für, naja, das Himmelsblau Schlumpfeis. Bei der Eisdiele unter uns heißt es Bibuffo und ist eher so Kaugummi-Eis mit rosa Schlieren noch drin. Von Philip K. Dick muss ich alle 3, die ich hier habe, unbedingt nochmal lesen. Ich weiß von Ubik überhaupt nichts mehr und halte den aber für so wichtig in der Science-Fiction, dass es fast schon ein bisschen blasphemisch ist, dass ich da nicht weitergelesen habe oder das so zu zeitig gelesen habe, als dass ich mich da jetzt noch wirklich gut dran erinnern könnte. Er soll mit die philosophischste Science-Fiction schreiben und darauf bin ich doch sehr gespannt. Nummer 4, das Sommergewitter. In welchem Buch erwartet einen Hochspannung? Da habe ich mich prinzipiell für eine Trilogie entschieden, aber ganz speziell auf den ersten Band, nämlich Annihilation von Jeff Wandermeer. Das habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt und es ist ein wunderschönes Cover. Und inhaltlich geht es ja da um die Area X, etwa ein sehr mysteriöses Gebiet, dass das noch erforscht werden muss. Wir wissen überhaupt nicht, was da los ist, warum das plötzlich auf der Erde entstanden ist. Und dann passieren da viele gruselige, spannende, mysteriöse Dinge. Und leider, so viel gleich mal vorneweg, wird das alles nicht so wirklich aufgeklärt. Also wer damit ein Problem hat, muss die Serie gar nicht erst anfangen. Aber den ersten Teil fand ich sehr gut. Der hat mich richtig reingerissen und es ging wirklich immer so Schlag auf Schlag. Also für was Spannendes zwischendurch war das sehr zu empfehlen. Als nächstes dann die Sommerferien. Welches Buch sollte nie zu Ende gehen? Wahrscheinlich geht es da eher um einen Roman, in dessen Geschichte man noch ewig lange bleiben möchte, aber ich habe mich trotzdem entschieden für die Gedichte von Paul Celan. Ich weiß, ich habe hier nicht mal die Gesamtausgabe und ich könnte mich wahrscheinlich schon zufriedenstellen, wenn ich mir immerhin erstmal die Gesamtausgabe kaufe, aber den möchte ich erstens so oft in die Kamera halten, bis es mehr Leute lesen und für mich ist das einfach mit einer der besten Dichter, von dem ich immer wieder etwas lesen kann. Es ist auch ganz oft, dass ich dieses Büchlein in die Hand nehme und mir angucke, was ich angestrichen habe. Und deswegen kann der von mir unendlich viele Gedichte geschrieben haben. Ich würde sie immer, immer wieder lesen. Als 7. machen wir Urlaub auf Balkonien. Zeige 3 Bücher, die dich in den Kurzurlaub schicken, wenn möglich in 3 verschiedene Länder. Ich weiß nicht, ob das heißen soll, dass ich unbedingt in diese Länder möchte, denn ich habe mich entschieden für Du fliegst jetzt für meinen Sohn aus dem 5. Stock von Lu Lingyan. Bin mir nicht ganz sicher. Eine junge Chinesin, die inzwischen in Deutschland lebt und hier die Zustände in China beschreibt, wie es eigentlich überhaupt keine
Intimsphäre gibt, wie alles überwacht wird. Immer noch, also es ist ein aktuelles Buch und wie krass einerseits dieser Konkurrenzdruck oder auch allgemein so auch Volksdruck ist, wenn man halt immer aufsteigen möchte und vom niedrigen Büroarbeiter irgendwie hoch muss, dann muss man eigentlich intrigant sein und das war richtig erschütternd teilweise. Ich meine, es gab auch ein paar Geschichten, die eher so ja, den normalen Alltag beschreiben, wo es vielleicht nicht ganz so furchtbar ist, aber schon der Titel deutet ja darauf hin, wie es da jetzt hier so zugeht. Das heißt, ich möchte da nicht unbedingt leben, aber es war auf jeden Fall ein interessanter Blick in eine andere Region. Als zweites ein Buch, in dem ich auch nicht leben möchte, vor allem nicht zu dieser Zeit. Es wäre nämlich Things Fall Apart von Chinua Achebe, was in Nigeria zur Zeit noch der Kolonialmächte spielt und beim Eindringen der Missionare, die eben ihren Glauben und westliche Wertvorstellungen in diese nigerianische Kultur mitbrachten. Und ich habe es auch in meinem Monatsrückblick schon erwähnt, beide Seiten finde ich hier irgendwie furchtbar. Also sowohl die Gesellschaft, die vorher vorhanden war, die ist extrem patriarchal, nur aus auf Ehre, Macht, Stärke. Also Frauen haben überhaupt nichts zu sagen und schwächliche Männer natürlich auch nicht. Man muss immer kämpfen und das, was dann kommt und dieses Aufstülpen der eigenen Werte auf andere Kulturen geht auch überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Ist furchtbar, aber interessant. Und als letztes hätte ich da etwas, was vielleicht ein bisschen geschummelt ist, denn das ist kein wirkliches Land, so mehr oder weniger, denn es ist die Long Earth von Terry Pratchett und Stephen Baxter, in der man ja in anscheinend unendlich viele Parallelwelten schreiten kann. Ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch übersetzt wurde. Und darauf hätte ich auch wirklich Lust, denn die sind halt ungewohnt, zumindest zunächst. Und sich in der Welt einfach ganz allein aufhalten zu können, das wäre ein kleiner Traum. Also ich bin da in Abständen, obwohl ich ja in der Stadt lebe, trotzdem so ein kleiner Fluchtmensch, der sich gerne mal in den Wald zurückzieht und so. Und hier einfach nur mit einem Schritt könnte ich allein sein. Ach, das wäre wunderbar. Als siebtes kommt dann die nie enden wollende Hitzewelle. Zeige ein Buch, in dem es um Schnee, Eis und Kälte geht, um dich abzukühlen. Und da habe ich etwas, was schon im Titel in diese Richtung geht, nämlich Fräulein Smilas Gespür für Schnee von Peter Hoek. Ich habe ja so ein bisschen ein zerrissenes Verhältnis zu Peter Hoek. Manchmal finde ich es sehr gut, manchmal hat es mich doch enttäuscht. Und das hier, muss ich sagen, war so lala. Ich habe den Film dazu nie gesehen. Das ist auch eine ziemlich hässliche Ausgabe, meiner Meinung nach. Aber ich habe es für 1 € bei so einem Bibliotheksverkauf bekommen. Und ich meine, Smila ist wirklich ein interessanter Charakter, aber manchmal vielleicht auch ein bisschen abstrus oder seltsam. Aber die Verbindung zu Schnee, Eis und Kälte ist hier auf jeden Fall sehr, sehr präsent in dem Buch. Es geht immer wieder darum und wie sie an verschiedenen Schneesorten und Abdrücken Dinge erkennen kann. Also insofern auf jeden Fall eine Perspektive, die man nicht so oft sieht, weil wer kann das schon? Und deswegen ganz interessant. Als vorletztes geht es um die laue Partynacht. Welches Buch hatte ein Ende, das du gefeiert hast? Da habe ich mich entschieden für Quecksilber von Amélie Nothomb. Ich weiß immer nicht, ob man das B mitspricht. Nothomb? Nothomb? Ja. Das erwähne ich, denn es hat sogar 2 Enden. Nach dem eigentlichen Ende schreibt die Autorin so, ich konnte mich nicht entscheiden, welches Ende ich nehme. Hier kommt noch ein zweites. Und also ich dachte so, was? Muss sich eine Autorin nicht vielleicht mal für eine finale Version entscheiden? Aber ich muss zugeben, die waren beide großartig. Die haben sich unterschieden und ich weiß gar nicht, welches Ende ich schlimmer fand. Aber also auf eine gute Art schlimm. Ich kann es gar nicht wirklich in Worte fassen. Ich kann es euch nur ins Herz legen, denn es ist auch nicht sehr dick. Beide Enden hatten etwas vielleicht Erschütterndes, was einen nicht wirklich ganz zufriedenstellte, aber andererseits muss man sagen, ja gut, anders wäre es auch nicht gegangen. Sie hat schon recht, so hätten die Personen wahrscheinlich gehandelt und fand ich sehr interessant, war gut. Und dann als 9. Planen im Reisebüro. Welches Buch wirst du diesen Sommer auf jeden Fall lesen? Der Sommer ist ja nicht mehr so lang, aber Anfang September habe ich noch mit Verstand zusammen ein kleines Lesen geplant, nämlich Im Frühling sterben von Rolf Rothmann. Darauf freue ich mich sehr, das hat mich im Buchhandel immer schon angelächelt und sie hat jetzt so ein bisschen initiiert, ob wir das nicht zusammen lesen wollen. Ich habe sehr große Lust darauf, es ist ja auch nicht besonders dick und die Thematik, dass 2 junge Soldaten in den Krieg müssen, der eine das überhaupt nicht will und zu fliehen versucht, soweit ich weiß, und das weiß man schon von Anfang an, der andere wohl seinen besten Freund dann erschießen soll, finde ich sehr interessant. Mal wieder auch erschütternd, aber eben auf die gute Art und Weise, die einen so ein bisschen aufrüttelt und im besten Fall zum Nachdenken anregt. Wie gesagt, als letztes soll ich eigentlich noch weitere Sommerliebhaber taggen. Da sich der Sommer jetzt doch dem Ende neigt, würde ich darauf mal verzichten. Ich meine, es beziehen sich eigentlich nur so 2 Fragen direkt auf den Sommer.
aber vielleicht steige ich dann einfach bei den nächsten, wie sagt man, Jahreszeiten wieder ein. Für heute bleibt mir nur noch, euch fürs Zuschauen zu danken und zu hoffen, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen.